Seid ihr so feige? Uchuk, so alles wird wieder gut. Sie töteten meine ganze Familie, Herr. Das tut mir leid. Wo war das? An der Kreuzung. Sie halten jeden auf. Wer nicht zum Sklaven taugt, wird getötet. Geht und trauert um eure Familie. Überlasst die Mongolen mir. Höher! Den Medium weg! Die Mongolen, die mich fingen. Wahrhafte Riesen waren das. Hände so groß wie mein Kopf. Ganz sicher? Vielleicht wirkten sie nur groß. Oder ihr bekamt einen Schlag auf den Kopf. Ich denke mir das nicht aus. Schön wär's. Sie haben ein Lager an der Brücke am zischenden Bach. Da gelangt niemand vorbei. Ich muss nicht vorbei. Nur hinein.
Bin ich! Cholokchen Akturna!
Alt-Yarikawa ist ein gefährlicher Ort. Was ist hier passiert? Wir gingen die Straße entlang und hörten Schreie. Als wir hier ankamen, war es schon zu spät. Sie haben sich gegenseitig getötet. Nein. Es war das Phantom von Yarikawas Rache. Ein Phantom? Ihr kennt nur einen Teil der Geschichte. Nicht alles. Vor langer Zeit waren die Samurai des Yarikawa-Clans die geschicktesten Schwertkämpfer unserer Insel. In jeder Generation wurde einem Fürsten das Familiengeheimnis anvertraut. Eine tödliche Technik namens Tanz des Zorns, die Abwehr jedes Feindes durchdringen konnte. Zum größten Meister des Tanzes des Zorns wurde Fürst Tokiyasa Yarikawa. Sein Volk liebte ihn. Doch er missgönnte dem Shimura-Clan seine Macht. In seiner Gier nach Kontrolle begann er eine blutige Rebellion, die zahllose Leben forderte. Fürst Shimuras Vater und Brüder fielen Yarikawas Tanz des Zorns-Technik zum Opfer. Doch mit Hilfe des Sakai-Clans schlug Shimura die Rebellion nieder und richtete Fürst Yarikawa hin. Bevor er starb, schwor der Verräter, sein unterworfenes Volk vom Grabe aus zu rächen. Heute bringt sein Volk seiner Seele in den Schreinen der Ruinen Alt-Yarikawas Opfergaben dar. Es erfleht den Tod seiner Feinde. Und der Geist von Yarikawas Rache antwortet ihnen mit dem Tanz des Zorns. Ihr glaubt, dieses Phantom hat die Männer getötet? Sie waren Händler, bekannt dafür, ihre Kunden zu betrügen. Sie erzielten Profit durch Betrug. Hat jemand für ihren Tod gebetet? Die Schreine quellen über vor Opfergaben für das Phantom. Sie bitten um blutige Vergeltung. Wie finde ich diese Schreine? Eine Handvoll Stroh und Blütenblätter werden verbrannt, um Rauch zu erzeugen, damit das Phantom die Gebete erhört. Seht zum Himmel auf, mein Herr. Seid vorsichtig. Die Menschen hier haben die Rolle eures Clans bei ihrem Untergang nicht vergessen. Das war vor langer Zeit. Nicht. Für sie. Du!
Come on.
Das ist eine Nachricht für das Phantom von Yarikawas Rache. Die Mongolen versklaven unser Volk. Sie haben am Kushi-Fluss ein Lager, nicht weit von diesem Schrein. Vernichtet sie. Das ist mein Kampf, nicht der des Phantoms. Phantom hat die Pferde getötet. Schildträger. Es braucht großes Können, um sie zu töten. Keine Mongolen. Japaner. Warum mussten sie sterben? Lasst mich raus! Bitte, mein Herr! Ganz ruhig. Ich befreie euch. Sag mir, was passiert ist. Das Phantom. Es hat sie alle getötet. Dann ist es fort. Ich dachte, ich würde in einem Käfig sterben. Wer waren die Leute bei den Mongolen? Sie haben mich an sie verkauft. Ihr seid frei. Geht. Oh, danke. Das Phantom ist fort. Vielleicht zu einem anderen Schrein.
Ich stehe euch zu Diensten. Gute Wahl. Möget ihr damit den Sieg erringen. Danke. Ihr habt meinen Dank. Eure Sieg. Ich habe Waren aller Art. Ich hoffe, das hilft. Ausgezeichnete Wahl. Mögen eure Jagden erfolgreich sein. Ein Schreiben für das Phantom von Yarikawas Rache. Da ist eine Nachricht. Eitaro hat unser Volk verraten. Er ist im Lager in der Nähe. Beendet sein wertloses Leben. Bestimmt das Lager der Überlebenden. Wir euch helfen. Wer von euch ist Heitaro? Das bin ich. Jemand hat das Phantom von Yarikawas Rache gebeten, euch zu töten. Aber warum denn nur? Er ist ein mongolischer Spion, schleicht sich nachts stundenlang davon. Sagt nicht, wo er hingeht. Ich habe nichts Falsches getan. Wenn ihr den Mongolen helft, finde ich das heraus. Das würde ich nie tun. Bitte, lasst es mich beweisen. Bringt ihn dazu zu gestehen. Ich erkläre es euch. Doch nicht hier. Folgt mir. Ich kann nicht glauben, dass man mich tot sehen will. Ihr solltet euch eher um mich Sorgen machen. Ich bin real, das Phantom nicht. Aber mein Herr, ich hab's gesehen. Wirklich? Wo? Auf der Straße. Drei Banditen wollten mich ausrauben. Das Phantom tötete sie und verschwand. Hierher komme ich nachts, mein Herr. Ein Grab. Wer liegt hier? Sein Name war Tojiro. Wir standen uns nah, doch seine Frau und Familie sind im Lager. Ich kann meine Besuche nicht erklären, ohne ihnen weh zu tun. Ich verstehe. Doch die Menschen im Lager tun das nicht. Und sie haben Angst. Ihr seid dort nicht sicher. Wo soll ich sonst hin? Begebt euch nach Ariake. Geht, bevor es zu spät ist. Danke, mein Herr. Thank you.